Hallo liebe Freunde des Basketballs und ein herzliches Willkommen zur brandneuen Ausgabe des Science City Basketball Magazins Fast Break. Diesmal werfen wir mit euch einen Blick auf das kommende Heimspiel gegen die Rheinstars Köln, die Nachwuchsbundesligen NBBL und JBBL sowie einen unserer Sommerneuzugänge. Außerdem haben wir ein altbekanntes und ein neues Format im Gepäck und natürlich unser Gewinnspiel. Doch immer schön der Reihe nach, mit Traditionen soll man ja nicht brechen. Also schauen wir, wie gewohnt, zunächst erst einmal zurück auf das vergangene Wochenende. Die Freude auf das Thüringen-Duell bei den Raketen aus Tüttle im West war groß. Und dreiviertel lang blieb sie das auch. Am Ende gab es aber für das Hamsen-Team dennoch die vierte Niederlage in der blauen Hölle in Serie. Doch Kopf hoch, Wunden weggeleckt und auf ins nächste Gefecht. Schließlich macht eine Pleite noch keine Negativserie. Und außerdem steht ja auch das Spiel gegen die Liga-Neulinge aus Köln direkt vor der Tür. Die Niederlage gegen Gotha war bitter und schmerzt, aber noch mehr als das Ergebnis wird wohl bei allen, die dabei waren, die folgende Szene im Kopf geblieben sein. Der heißgelaufene MVP Lars Venn wird am Ende des dritten Viertels von Marco Völlers Fuß im Gesicht getroffen. Von der Platzwunde ist wenige Tage später nichts mehr zu sehen. Auch für Headcoach Björn Hamsen ist die Sache Geschichte. Aber eine gewisse Verärgerung ist noch immer zu spüren. Ich habe mir die Szene nochmal auf Video angeschaut. Es ist klar zu sehen, dass der Marco vorher sieht, dass Lars am Boden liegt. Er guckt auch unten und läuft dann über ihn und zieht den Fuß tief nah. Ich glaube, ihm war nicht bewusst, was für eine Härte er ihn trifft, da Lars in dem Moment auch den Kopf angehoben hat. Aber ich glaube, er wollte in dem Moment auch schon, dass der Fuß zumindest Lars im Gesicht berührt. Ist natürlich eine Art der Dinge, vielleicht ein Spieler, der zu dem Zeitpunkt gut gespielt hat und Emotionen unsererseits in das Spiel gebracht hat, zu stoppen. Meiner Meinung nach hat das im Sport nichts zu suchen. Denn dieses Spiel lief bis dahin aus Jenaer Sicht sehr gut. Den 4-Punkte-Rückstand nach 10 Minuten verwandelte Science City bis zur Pause in eine 6-Punkte-Führung. Alles lief nach Plan. Die Defense stand und stellte die Gotha offensiv vor große Probleme. Außerdem klappte das Umkehrspiel gut. Eine zweistellige Führung der Jenaer war die logische Folge. Doch nach der Szene um Lars und Marco kippte das Spiel plötzlich. Gotha hat einen Dreier mit Brett reingemacht und auf einmal waren es nur noch 6 Punkte statt der 13. Und dann war die Halle wieder im Spiel. Das ist ja eine beeindruckende Atmosphäre in Gotha. Und dann haben wir den Faden verloren. Das heißt, dann haben wir in der Verteidigung nicht mehr die Konzentration gebracht, die wir brauchen und haben versucht, offensiv das Spiel mit der Brechstange zu gewinnen. Und uns in 1-gegen-1-Situationen ergeben, die natürlich nicht erfolgreich waren. Am Ende gab es so nichts in der blauen Hölle zu holen. Eine bittere Niederlage, an der Gothas Christopher Ratzis wie schon beim Playoff aus einen großen Anteil hatte. Noch bitterer wäre es allerdings, wenn man daraus nichts mitnimmt. Getreu dem Motto, Erfahrung macht klug. Wirre 1-zu-1-Aktionen soll es gegen die Kölner nicht mehr geben. Genau die haben Mac und Co. ja vor der Brust. Von meiner Seite großer Respekt. Ich habe sie mir angeschaut. Sie spielen als Mannschaft gut disziplinierten und strukturierten Basketball. Die Handschrift des Trainers ist klar zu erkennen. Ich glaube, wir müssen selber mit der notwendigen Intensität in das Spiel reingehen, mit der notwendigen Aggressivität, um da einfach unser Spiel auch aufziehen zu können. Angriff an allen Fronten ist gefragt. Um den Sternchen am Wochenende zu zeigen, wer die wahren Stars am Himmel sind, ist auch die Halle gefragt. Tip-off ist 19 Uhr. Die Saison hat nicht nur für die Profis, sondern auch für die Nachwuchs-Bundesligisten teilweise schon wieder begonnen. Also werfen wir wie gewohnt einen Blick auf die Jenaer Jungs. Von Spielen der Science City U16 in der JBBL gibt es noch nichts zu vermelden, da die Liga trotz mittlerweile niedriger Temperaturen noch in der Sommerpause ist. Aber ein Ende ist in Sicht, denn am Sonntag, den 18. Oktober, startet die neue Spielzeit. Analog zu den Profis gibt es gleich erstmal ein Derby gegen die Niners aus Chemnitz, diesmal allerdings in der heimischen Sparkassenarena. Tip-off ist 11.30 Uhr. Für die U19 von Coach Oliver Goller hingegen hat die NBBL-Saison bereits begonnen. Zum Auftakt am 4. Oktober gab es beim favorisierten TSV Breitengüßbach allerdings eine Klatsche. Angereist ohne die Leistungsträger Jan Heber und Lukas Wank mussten sie die Heimfahrt mit einem deutlichen 56-102 antreten.
Das für den 11. Oktober geplante zweite Saisonspiel bei der IBA München wurde verschoben. Doch schon am kommenden Sonntag, nach dem JBL-Derby, trifft die U19 auf die MBC Junior Sixers. Spielbeginn ist 14 Uhr, ebenfalls in der Arena. Ach, ihr seht, wer sich am Wochenende nach Science City Basketball sehnt, hat gleich dreifach die Möglichkeit dazu. Also entflieht am Sonntag dem vorwinterlichen Wetter in eine warme Halle und unterstützt die Jenaer Jungs. Wir geben euch kurz Zeit, die Verabredung dafür mit euren Freunden klarzumachen und geben ab an die Abteilung Verbraucherinformation. Energiebündel sind unser Vorbild. Wir liefern Strom, Gas und Wärme aus einer Hand. Stadtwerke Energie Jena Püsnik. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Mit meiner Visa-Card schaffe ich alles. Huch, das ging ja fix. Da sind wir schon wieder. Und wir starten in den zweiten Block dieser Fastbreak-Ausgabe mit einer Ankündigung eines neuen Formats. In diesem sollt ihr bestimmen, was dabei genau vorangeht. Erste Team heißt das Ganze. Und was das genau ist und was ihr tun könnt, um dabei zu sein, das erfahrt ihr jetzt. Kein Kommentar. Nein. Hä? Du hattest schon immer mal eine Frage, die du Björn Harmsen stellen wolltest? Oder dich interessiert brennend die Meinung eines Spielers zu einem bestimmten Thema? Jetzt hast du die ultimative Möglichkeit dazu. Schick uns einfach deine Frage per Mail an aktion@jenatv.de. Betreff Ask SCJ. Oder schreib JenaTV per Facebook oder Twitter an. #AskSCJ. Macht Ask the Team zu eurem persönlichen Programm. Ask the Team. Das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Ja, wir sind gespannt, welche Fragen euch unter den Nägeln brennen. Vielleicht habt ihr ja auch eine an Olli Clay. Er stand als erster Neuzugang zur neuen Saison fest, also ist er auch der erste, den wir euch hier einmal genauer vorstellen. Wir haben den Riesen unter den Körben unter anderem gefragt, wie es dazu kam, dass er aus der Bundesliga in die Pro A zu Science City Jena wechselte. Der Center stand dabei fleißig Rede und Antwort. Oliver Clay, 28, 2,5 Meter. Center. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. Ich bin groß geworden in Berlin, aufgewachsen und bin mit 21 oder 22 dann das erste Mal in eine andere Stadt nach Trier. Mein Bruder hatte schon recht früh angefangen, Basketball zu spielen. Also er ist 2 Jahre älter als ich. Und als er dann angefangen hat, Basketball zu spielen, durfte ich noch keinen Basketball spielen, weil man das, glaube ich, irgendwie damals erst ab 8 Jahren durfte oder so. Bin dann aber danach auch so direkt irgendwie dann zum Basketball gekommen und habe dann da auch meine Freude dran gehabt. Irgendwie war das dann immer so ein Teil meines Lebens. Also ich habe mir einfach wieder vorgenommen, dass ich einfach wieder mehr Freude an der ganzen Sache habe, dadurch, dass ich halt mehr spiele, mich wieder präsentieren kann, wieder zeigen kann, was so in mir steckt, mir dasselbe beweisen, dass ich halt das Zeug dazu habe und einfach ja wieder Spaß an der Sache. Also ich probiere mich immer sehr auf die Verteidigung zu konzentrieren in erster Linie und da alles richtig zu machen. Vielleicht auch ein bisschen die dreckige Arbeit, sag ich mal. Und vielleicht nicht so das, was man auf den Stats sieht, aber auf jeden Fall so, was auch gemacht werden muss und das macht mir Spaß. Wir haben echt eine lustige Kombination zwischen Jung und Alt. So. Also ich habe selber noch nicht mit so vielen Jungen halt auch gespielt und irgendwie merkt man das auch, dass sie so ein bisschen dieses ja, selbstbewusste Freche noch irgendwie in sich haben. Auch auf dem Feld ist das, glaube ich, eine gute Kombination. Mit ihm werden wir sicher noch viel Freude haben. Doch nun aufgemerkt und hingehört, es ist Gewinnspielzeit. Doch zunächst kommen wir erst einmal zur Auflösung der Frage aus der letzten Sendung. Wir wollten wissen, wie die Partie Niners gegen Science City am ersten Spieltag ausging. Das richtige Ergebnis von 55-85 kannte Hannes Jüngling. Glückwunsch! Du kannst damit ein von der gesamten Mannschaft signiertes Original-Shooting-Shirt von Julius Wolf dein eigen nennen.
Richten wir nun aber wieder den Blick nach vorne und damit auf die aktuelle Gewinnspielfrage. Wo ist Oliver Clay geboren? Schickt uns einfach eine E-Mail mit der richtigen Antwort und eurem vollständigen Namen an aktion@jenatv.de. Zu gewinnen gibt es diesmal das für unsere Lieblingssportart unabkömmliche Spielgerät samt der Unterschriften des gesamten Science City Profikaders. Einsendeschluss ist Dienstag, der 27. Oktober. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Nicht schlecht. Für alle, die gleich ihre Chance auf den Gewinn wahrnehmen möchten, machen wir nun doch nochmal eine kleine, versprochen klitzekleine Pause. Alle anderen können es sich ja in der Zwischenzeit überlegen, ob sie sich den Preis durch die Lappen gehen lassen wollen. Ihr werdet kaum merken, dass wir weg sind. Bis gleich! Morgenmuffel brauchen Kaffee und eine extra Portion Energie. Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Und da sind wir auch schon wieder. Weiter geht die wilde Fastbreak-Fahrt und das mit einer Kategorie, die ihr vielleicht in etwas abgeänderter Form noch aus dem Vorjahr kennt. Schiedsrichter Thomas Hofmann hat euch in der vergangenen Saison einen Teil des umfassenden Basketballregelwerks nahegebracht. In dieser Spielzeit werden euch mit Thorsten Rothemel und Friedemann Regel, zwei Mitglieder des Science City Trainerstabs, ein paar taktische und strategische Kniffe in der schönsten aller Sportarten erklären. Episode 1 startet jetzt. Sportfrei, liebe Basketballfreunde. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit grundlegenden Varianten des Angriffs im Basketball. Wir unterscheiden den Schnellangriff und den Positionsangriff. Der Schnellangriff, auch Fastbreak genannt, wird in der Regel innerhalb der ersten 8 Sekunden nach Ballerhalt mit Korbwurf abgeschlossen. Der Positionsangriff kann ein bisschen länger dauern, nämlich maximal 24 Sekunden, und ist gekennzeichnet dadurch, dass man eine bestimmte Angriffsformation aufstellt und versucht, Vorteile durch taktische Manöver herauszuspielen. Zum Beispiel kann das bedeuten, dass man den Ball zum Innenspieler ans Brett bringt oder einen Werfer für einen Wurf freispielt. Eine Zwischenform dieser beiden Formen ist die sogenannte Early Offense, bei der man aus dem Fast Break heraus sehr schnell in ein taktisches Manöver übergeht, um einen einfachen Abschluss zu erzielen. Das waren die wichtigsten Fakten zum Angriff im Basketball. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann sprechen wir natürlich über die Verteidigung. Tja, die pickepackevolle aktuelle Fastbreak-Ausgabe nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Doch eines fehlt noch, bevor für dieses Mal die Lichter ausgehen. Ganz klar, unser obligatorischer Blick auf den kommenden Gegner. Die Rheinstars aus Köln sind diesmal in der Sparkassenarena zu Gast. Und das zum ersten Mal. Denn so lange gibt es das Team ja auch noch nicht. Die Geschichte des Kölner Profibasketballs ist dafür umso umfangreicher. Was man darüber und natürlich über den aktuellen Kader der Jecken wissen sollte, zeigt euch exklusiv die Fastbreak-Gegnervorstellung. Rheinstars Köln. Die Domstadt ist zurück im deutschen Profibasketball. Köln und Basketball waren früher untrennbar miteinander verbunden. Was der BSC Saturn in den 1980er Jahren war, waren Rhein Energie bzw. die 99ers Anfang der 2000er. In den jeweiligen Blütezeiten gingen insgesamt 5 deutsche Meisterschaften und 6 Pokalsiege nach Köln, bevor finanzielle Probleme und Insolvenzen stets für das Ende des Profibasketballs in der Stadt sorgten. Die 2013 durch eine Kooperation von 99ers, MTV und ASV Köln entstandenen Rheinstars sind also der mittlerweile dritte Anlauf, die Sportart endlich dauerhaft professionell in der Karnevalshochburg zu etablieren. In den ersten beiden Spielzeiten gingen die Kölner in der zweiten und ersten Regio an den Start. In Jena spielen sie somit zum ersten Mal. Sportlich qualifiziert waren die Rheinstars 2015-2016 eigentlich für die Pro B. Dank einer Wildcard treten sie nun aber eine Liga höher an. Mittelfristig ist die BBL das Ziel.
Die Pro-A-Premierenspielzeit begann mit 4 Siegen aus 4 Spielen überraschend erfolgreich. Grund dafür ist die gute Mischung aus ausländischen Leistungsträgern, erfahrenen Deutschen und jungen Talenten. Auch auf der Trainerbank ist Köln stark besetzt. Mit Arne Woltmann konnte zur neuen Saison der langjährige Assistent von Chris Fleming in Bamberg und bei der Nationalmannschaft verpflichtet werden. Er weiß daher genau, was ein ambitioniertes Umfeld von seiner Mannschaft erwartet. In dieser solle Kim Jackson eine Führungsposition einnehmen. Der Small Forward sammelte in der Slowakei 2 Jahre Europaerfahrung und soll diese nun in Köln unter Beweis stellen. Mit Erfolg. Seine Präsenz am Brett zeigte er mit 19 Rebounds zum Saisonauftakt gegen Leverkusen. Noch auffälliger sind aber sein 16-Punkte-Schnitt im Positiven sowie seine 33% Freiwurfquote im Negativen. Der beste Rebounder im Team ist Aaron Jones. Der Rookie genießt die Lufthoheit unter beiden Körben und lässt es sich zudem nicht nehmen, in ausgewählten Fällen auch mal vom Perimeter abzudrücken. Seine Stärke ist allerdings die Nahdistanz, der Freiwurf hingegen ist nicht sein Freund. Für Struktur und Spielkultur auf dem Parkett soll David Downs sorgen. Er ist seit Januar ein Rheinstar und empfahl sich mit starken Leistungen auch für den Pro-A-Kader. Er kann von überall hochprozentig scoren und hat zudem immer ein Auge für den Nebenmann frei. Das war sie schon wieder, die 2. Fastbreak-Ausgabe der Saison. Ich hatte Spaß. Ich auch. Und so ging es euch hoffentlich auch. Jetzt gilt es nur noch, die gute Laune oben zu halten und lautstark mit vielen Freunden im Gepäck am Samstag in die Sparkassen-Arena zu pilgern. Tip-off ist um 19 Uhr, also öffnen sich ab 18 Uhr die Tore. Doch vergesst auch nicht die Nachwuchs-Bundesligaspiele am Sonntag. Die Science-City-Helden von morgen freuen sich über jede Unterstützung. Eine neue Fastbreak-Ausgabe gibt es sogar noch in diesem Monat, am Freitag, den 30. Oktober. Doch erstmal sehen wir uns ja am Samstag, wenn Björn Hamsens Jungs gegen die Sternchen vom Rhein den Saisonsieg Nummer 4 einfahren. In diesem Sinne, jeder mehr was stops.